So, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Subnautica bei einer weiteren Folge und wir sind auf der Suche nach diesen schönen Fragmenten hier. So, gucken, was das ist. Mobile Vehicle-Bucht. Sauber, das ist auch was, was wir sehr gut brauchen. Eins habe ich schon, so wie ich gerade sehe. Und jetzt haben wir sie fertig. Sehr gut. Das heißt, diese Wasserfilterungsmaschine, die wäre noch super zu finden. Wenn wir die finden würden, dann sind wir echt schon ein ordentliches Stück weiter. Weil dann brauchen wir nicht mehr so viel, uns um die Fische und sowas zu kümmern. Weil wir dann auch genug Salz bekommen. Wo ist das jetzt da? Da muss ich mal Licht anmachen hier. Das wird nämlich langsam duster. Mich noch nicht hier sehen, sehr gut. Oh, er ist ja mal riesig, ne? So, ich sehe kein weiteres Fragmentteil. Falls ihr mal eins seht, könnt ihr mir... Achso, Dehydration. Die Minuten sagen, wo ich was verpasst habe. Die Nacht bricht herein, schon die ganze Zeit schon stockduster, Mann. Okay, dann geht's halt eben kurz nochmal nach oben. Nicht, dass ich hier nachher ersaufe. Und danach müssen wir gleich mal wieder zurück. So, noch einmal kurz runter. Da ist noch was. Jawohl, das ist das. Saugeil. Das heißt, ich werde jetzt mal genau zurückflitzen. Dann mal schauen, was wir Schönes dafür brauchen, um die Wasserfiltrationsmaschine zu bauen. Denn die ist nämlich doch ganz schön wichtig hier. Dich nehme ich notfalls mit. Ach nee, geht nicht. Okay. Welcome aboard, Captain. So. Ach, verdammt. So, und zwar können wir jetzt die Wasserfiltrationsmaschine will ich woanders hinbauen. Zwar nicht in diesem Raum, sondern in diesem hier. Ist zwar ein weiter Weg, aber das ist jetzt eigentlich recht egal. Wo haben wir die? Da ist er. Titano zweimal. Das ist doch mal geil. So, und zwar filtert die uns Wasser und natürlich kriegen wir dann Wasser draus, trinkbares Wasser und wie ihr seht, Salz. Das, was auch sehr wichtig ist hier. Das heißt, ich baue jetzt erstmal zwei Stück. Ich hoffe, danach baue ich nämlich noch ein paar Solarpaneels, dass wir auch genug Stoff kriegen hier. Hallo? Die werde ich dann wohl mal voll machen. Dafür brauche ich aber mehr Quarz. Das heißt, ich muss mal wieder... Ah nee, warte, ich muss erstmal hier... Haben wir noch einen Fisch? Ein Bubblefisch? Einen haben wir noch. Das ist doch schon mal wenigstens etwas. Ne, hier. So, und dann will ich nochmal gucken. Ah nein, jetzt habe ich den gekocht, ich Vollidiot. Desinfektionsmittel. Verdammt. Gemeine Korallenprobe, die habe ich hier. Nein, habe ich nicht. Emergency. Severe dehydration. Ja. Detected. Oh, ich hab doch das gemacht. Gut. Schwein gehabt. So, das heißt, was war das nochmal? Gemeine Korallenprobe. War das nicht das hier? Ja. Okay. Alles klar.
So, dann schauen wir nochmal. Jawohl. Baue ich nämlich direkt mal 3 Stück, oder? Wenn das geht, 4. Gut, sehr schön. Magnesium einmal. Ach, scheiße, Magnesium brauchen wir gar nicht. Verdammt. Oh. Kabelsatz könnten wir bauen, aber das brauchen wir jetzt noch nicht, glaube ich. Ich habe doch hier genau Titanbarren, Schmierstoff und Energiezelle. Das machen wir alles noch. Bleiplatte brauche ich dafür eigentlich auch. So, was wollte ich jetzt bauen? Achso, ich wollte Getränk, genau hier. Das ist was ich erstmal bauen will. Und dann mal eben kurz gucken, ob ich hier... Ach, da kann ich noch mehr bauen. Gut. Verschließ, nein. Dann müsste ich noch ein paar Fische finden. Silbererz erstmal weg. Die können auch erstmal weg. Das sowieso. Eins davon lasse ich auch weg. Das auch. Wohl. Moment. Ich wollte hier. Genau. Magnesium. Schweißgerät. Da. Laserschneider. Diamant. Verdammt. Diamant ist ziemlich weit unten. Okay. Ich muss mal irgendwas machen. Wie juckt mein Ohr? Oh, meine Fresse. So, jetzt tue ich mal eben kurz mal mein Öhrchen wieder rein. Und dann kann es weitergehen. So, einmal, zweimal. Dann suchen wir uns erstmal ein paar Fische, die wir hier schön schnackseln können, ne? Zwar diese Plattenfische waren doch so lecker. Wenn ich hier noch Fische finden würde, wäre es mal klasse. Oh, die kriegen wir doch jetzt, müssten wir da jetzt eigentlich mit Leichtigkeit kriegen, ne? Wenn man dann, ja, wo ist das Scheißvieh? Wenn man das dann zu... auf die Nase... Ja, hallo! Verdammt! Die Hetzjagd mit dem Augen... Einaugenfisch hier. Sauer. Ich habe es gekriegt. Ich bin der Gewinner. Ja. Na? So, was wollte ich jetzt nochmal gucken? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Diamanten? Nö. Batterie austauschen. Mache ich doch. Bioreaktor. Ach, den habe ich doch schon. Brauche ich nicht. Sind schon wieder an unserer Basis. Ich weiß nicht mehr, was ich bauen wollte. Verdammt nochmal. Ich gehe nochmal gucken. Moment. Mobile Vehikelbucht, ne? Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich glaube, ich bräuchte hier die Schmierstoff. Ach, da habe ich doch was von. Ach, genau hier, die Sunpanels wollte ich noch mal bauen. So, dann mache ich das doch direkt mal. Also viele bauen, wie ich kann. Jetzt fehlt mir natürlich der Titan dafür. Komm. Wird schon grün, danke. Emergency.
10 seconds of oxygen remaining. Ja, ich gehe jetzt sofort. Hui. Quarz haben wir noch ein bisschen was. Das nehme ich direkt mit hier. Und das nehme ich auch alles mit. Ach, der Fisch. Ich wollte essen. Genau, essen wollte ich noch machen. Ja. Pöke, da brauchen wir eigentlich nicht pöken. Das können wir direkt essen. Also kochen erstmal. So, da ist er. 32. Gibt erstmal ein bisschen Luft nach oben. Okay, alles klar. Alles klar, aber. 3. So, wir brauchen genug, damit wir unser Wasser und Salz herstellen können. Später mache ich dann noch, wie heißt jetzt? Oh, hier passt auch noch eins hin. Hallo? Wusste ja gar nicht, dass man die auch hier dran machen kann. Na gut. Holen wir nochmal ein bisschen Quarz. Da ist noch. Müsste die Quarz auch selber herstellen können. Das wäre genial. So, dich nehme ich auch noch mit. Liegt hier gerade so schön. Wie auf dem Präsentierteller. Haben wir noch irgendwo eins, damit wir dann direkt 4 Stück haben. Scheint wohl nicht so. Schon alles raus hier, Mobs hier. Da ist noch eins. 3 sogar. Das heißt also, wir können noch mehr bauen. Wir müssen so viele bauen, wie es geht. Damit wir für die Nacht ausreichend Strom haben. Damit wir damit auskommen. Ein bisschen Sauerstoff tanken eben. Was? Wieso? Ah, ich habe kein Titan mehr. Habe ich noch genug Platz? 1, 2, 3 Stück. Okay. Ja, dann muss ich wieder losheizen, ne? Ich soll auf Titansuche gehen. Oh, was haben wir denn hier? Seegleiter. Habe ich den schon? Seegleiter, ja. So, jetzt kann ich aber keinen Fisch mehr mitnehmen. Da ist Titan. Hier muss noch irgendwo was sein. Hier muss noch genug Titan sein. Da. Ne, doch nicht. Das ist kein Titan. Hm, das sah nur so aus von Weitem. Hier haben wir aber noch ein bisschen was. Aber eine noch. Ein Titan. Oder einmal hier, wie heißt das nochmal? Metallschrott. Da. Oder sogar 2, aber ich habe ja leider keinen Platz mehr. Man müsste irgendwas bauen können, damit man die Taschen vergrößern kann, weil später braucht man so viele Sachen und da muss man jedes Mal hin und her schwimmen. Aber dafür ist ja dann der Zyklop da. So, Energie ist noch genug da. So, dann ist das Inventar erstmal auch gespeichert. Wir brauchen Batterie und dann eine Energiezelle. Brauchen wir 2 Batterien für? Kupfererz haben wir genug erstmal. Was heißt, haben wir genug? Haben wir eigentlich reichlich. Da können wir ruhig 2 Stück bauen für die Energiezelle.
Eine Energiezelle ist das nur. Und einmal Schmierstoff und einmal Titanbarren. Okay, Titan. Titan. Aber ich muss erstmal hier die Solarzellen. Wir haben bis 500 können wir uns aufpowern, sozusagen. So, da haben wir 5 Stück drauf. Da haben wir 5 Stück drauf gleich. Schwebt sogar in der Luft. Wie man sieht, es schwebt alles. Kann man hier auch welche drauf bauen? Das ist ja mal was. Guck mal, dann kannst du das ganze Teil hier voll prölern. Oh, falsch gedreht. Das kann man nicht drehen. Schade. So, ich glaube, das war's dann schon. Oder haben wir noch ein bisschen Quarz? Ne, haben wir nicht mehr. Das war's dann schon. Gut, dann, dann machen wir das nächste Mal so, dass ich hier mal gucke, dass ich mal wieder mir eine, das Ding hier baue. Ich kriege eben kurz was gucken hier. Wie weit unser. Ach nee, nicht da. Ich mich immer hier verlaufen muss. Da, mal schauen, wie weit hier. Da, das Wasser ist schon da. Ne, Salz ist da. Zitrone, wollte ich gerade sagen. So, Wasser bei 83% und hier bei 81%. Okay, haben wir wenigstens schon mal einiges an Salz gemacht. Mit Salz konnten wir auch irgendwas machen. Ich weiß nur nicht mehr was, aber das können wir jetzt mal eben kurz nachschauen. Da, Magnesium, genau. Aber ich bräuchte, was war das? Diamanten war das, stimmt. Das, ich kann das ja gar nicht bauen. Naja, okay, dann heißt das hier Strahlenschutzanzug bauen. Blei, mit Blei gefütterter Anzug, der vor Strahlung isoliert. Fasergeflecht 2 und Bleiplatte 2. Bleiplatte kriegen wir durch ein Titanbarren und einmal Lithium. Lithium haben wir noch nicht. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall die Vehikelbucht. Hier. Das heißt, wisst ihr was? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Titanbarren kann ich eigentlich schon mal machen, ne? Ach nee, ich habe ja gerade eben aufgebraucht alles. Okay, dann machen wir alles dann in der nächsten Folge. Ne, habe ich noch nicht alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, dann tue ich die alle schon mal da rein. Den Fisch mal eben kochen. Den Gary. Den kann ich nämlich direkt mal essen. Oh, der hat aber nicht gerade viel. Egal. Okay, alles klar. Können tue ich das auch. Das habe ich nämlich gerade gemacht. So. Und ja, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wo wir hier aufgehört haben. Und zwar bauen wir uns dann einen Strahlenschutzanzug und die mobile Vehikelbucht. Mit der Vehikelbucht fangen wir dann erstmal an. Und gucken dann mal, was wir für den Seegleiter brauchen. Dann würde ich mal sagen, denkt dran, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.